das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Tag, heute ist Sonntag, der 24.04.2016 und heute ist der letzte Arbeitstag für diese Woche und für die nächsten 5 Tage. Die nächsten 5 Tage frei. Ja, ein bisschen viel Überstunden oder so. Muss mal wieder weg. Finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen gerade. Noch lieber wäre mir gewesen jetzt übernächste Woche, weil dann hätte ich zur Republika können, aber mal sehen, ich bin dran. Ich will wenigstens eigentlich einen Tag mal vorbeischauen. Mal sehen, heute müssen wir uns auch wieder ein bisschen ranhalten. Ich habe 12 Uhr Dienst. Das Schöne ist, heute Vormittag soll das Wetter noch gut bleiben. Regnen soll es erst ab Mittag. Heute Vormittag soll es noch schön bleiben, allerdings allerdings ins Strandsand setzen ist heute bestimmt auch nicht so angenehm. Ich wundere mich gerade. Keine Ahnung, was das hier für ein Baum ist. Cookie, komm her. Aber schaut mal die Kugeln da dran. Keine Ahnung, was das ist. Was das ist, weiß ich allerdings. Müll. Na komm, nehmen wir weg da. Komm mal weg da. Zwei Sachen, mein Gott, ist hier mal Ruhe. Auf zwei Sachen pinkelt Cookie immer. Auf Gulli und auf Vogelkacke. Ein bisschen mitmachen. Wisst ihr, warum man diese Zehen mit der Tür auch immer macht, also wie man aufschließt, wie man zuschließt und so weiter. Damit man rechtzeitig merkt, dass man keine Speicherkarte in der Kamera hat. So ging es mir gerade. Also hätte ich nicht aufnehmen wollen, wie ich die Tür aufschließe und aufmache, hätte ich nicht gemerkt, dass ich keine Speicherkarte drin habe. Und dann wäre ich am Strand gestanden und hätte nichts aufnehmen können. Man weiß, morgens hat der Hund schon mal gekackt und man muss um 12 anfangen, freut man sich sehr darüber, wenn der Hund nochmal kackt. Man merkt schon wieder, dass ich spät dran bin bzw. wenig Zeit habe, weil ich mit euch hier so durchrenne und mit dem Hund hier so durchrenne, sehr schnell gehe und hektisch spreche. Was doof ist, weil ich dann immer mich verhaspel und Leute gucken komisch, finde ich mal ein bisschen lustig. Und nochmal alles sagen muss und naja, viele Schnitte und so. Aber es hat auch einen Vorteil. So, und dann haben wir gleich wieder was zum Thema Vloggen. Wenn man eh schon so in Hektik ist und schnell sprechen muss, schnell geht und so, dann sollten die Schnitte auch schnell sein und die Musik entsprechend sein. Also auch eine kleine Notiz an mich, dass ich das dann so schneiden werde. Also ich muss ich sowieso, weil ich mich so aufhaspel und viel rausschneiden muss, aber die restlichen Zwischenszenen, dieses Filmmaterial, wie ich es immer nenne, diese Schnittszenen, dann auch schnell schneide. Ist der Hund da? Nö. Ich sehe den jetzt wieder.
Na, in den Dünen, wo sonst? Ja, ansonsten, wie gesagt, 12 Uhr. Ich muss mich beeilen. Was nicht so gut geklappt hat die letzte Zeit, war das Schneiden von den Videos. Und ich hänge wieder zurück, was ihr aber gar nicht merkt, weil ich ja noch einen Puffer habe vom letzten Mal. Die nächsten 5 Tage habe ich frei, habe ich glaube ich gestern schon erwähnt. Kann ich das also eigentlich wieder aufholen? Will ich auch. Ich will wieder auf den Laufenden kommen. Dieser Puffer ist zwar gar nicht so schlecht, aber wenn Puffer von einem oder zwei Videos sind, reicht das völlig aus. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall muss ich da ein bisschen was aufholen. Richtig schön heute. Gestern und die Nacht hat es geregnet, deswegen ist der Sand ziemlich nass. Hinsetzen ist also doof. Gucke hier bleiben. Oh, aber die Sonne ist draußen. Der Himmel ist blau. Ein paar Wolken am Himmel, was sehr schön ist. Die GoPro habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Verdammt. Muss ich die Kamera nehmen zum Timelapsen, Zeitraffern. Aber das ist kein Problem, weil ich muss eben mit dem Hund ein bisschen mehr spielen. Ja, heute Nachmittag soll es erst wieder regnen oder gegen Mittag näher anfangen. Von daher haben wir noch richtig Glück heute. Cookie? Komm her hier. Super. So, und jetzt stelle ich die Kamera für den Zeitraffer auf und dann geht's als nächstes nach Hause. Wir waren schön auf dem Fußballplatz gerade, aber ich bin dann gegangen, weil dann jemand da mit seinem Kind ankam. So, haben wir kurz die Touristen amüsiert, haben noch ein bisschen auf der Grünfläche gespielt. Und wenn sie mit dem Ball rumschubst, dann bildet sich ja ruckzuck eine Menschentraube, weil sie alle zu schön finden und zu toll finden. Ist ja auch lustig, aber ich sollte wirklich langsam anfangen, einen Hut mitzunehmen und den dann rumgehen zu lassen. Kann dann wenigstens noch ein bisschen was verdienen dabei. Was jetzt? Hä? Nicht rumeiern hier. Cookie natürlich auch wieder auf den Geschmack gekommen. Naja, hilft aber nichts, wir müssen nach Hause. Ganz eilig. Was ist das hier? Aber was heißt, ich hab's eilig, aber ich muss zur Arbeit. Hilft ja alles nichts. Sieht noch gar nicht so aus, als wenn es regnen soll, aber. Sollte eigentlich um 12 losgehen. So, mehr passiert heute nicht im Vlog, der Rest wird nur hektisch, von daher muss ich auch gleich zur Arbeit. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Und auch wenn es mir wirklich zuwider ist, Daumen hoch wäre cool und noch besser Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und hilft mir auch, weil macht meinen Kanal bekannter. Und hilft mir dabei zu bleiben und weiterzumachen und bringt vielleicht mehr. Also tschüss. Jetzt wird es hier richtig schönes Wetter. Es sollte ab 12 Uhr regnen. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich richtig, wenn ich so arbeiten muss und es bleibt schönes Wetter.